Herzlich willkommen zu einem Video hier direkt von unserem Technik-Schreibtisch aus. Wir haben nun die finale Version unseres Weichendecoders gebaut, die Version 2.8. Und nachdem die Version 2.7 so ein bisschen ein Fehlschlag war und noch eine kleine Panne eingebaut war, ist jetzt die Version 2.8 so, dass wir dieses Design jetzt in großen Mengen bei einem Produzenten herstellen lassen können. Kurz zur Vorstellung des Decoders, was passiert auf dem Decoder. Hier sitzt ein AT2313 drauf, ein AT-Tiny 2313 drauf. Und dieser ist das Herz des Decoders. Er bekommt über den DCC-Eingang, über einen Optokoppler, ein Signal, das er auswerten kann, ob er zum Beispiel für das Schalten einer der vier Weichen zuständig ist. Wenn er das als Ja beantwortet, also dass er hier oben eine der Weichen schalten kann, dann gibt er diesen Impuls mit 5 Volt weiter und zwar an den ULN2803. Dieser verstärkt die 5 Volt Spannung des Mikrocontrollers wieder mit den hier angeschlossenen 16 Volt Spannung eines Trafos und gibt dann quasi verstärkt sozusagen die 5 Volt auf 16 Volt und schaltet damit für eine begrenzte Zeit die Weiche. Wie lange die Weiche geschaltet wird, etwa 250 Millisekunden, entscheidet hier der Mikrocontroller. Er schaltet also den Ausgang an und auch wieder aus. Hier unten sitzt ein Knopf, um die Weiche zu programmieren mit ihrer DCC-Adresse. Hier drüben sitzt ein Quarz, der den Takt für den Mikrocontroller exakt gibt. Hier drüben sitzt eine LED. Wenn diese leuchtet, sind wir im Programmiermodus. Hier unten haben wir noch ein paar Kondensatoren oder Elkos hier drüben, um noch die Stromspannungen eben zu glätten. Hier haben wir einen Gleichrichter und einen 5 Volt Strombegrenzer. Was jetzt neu ist gegenüber unserer alten Version, sind hier hinten diese kleinen gelben Bauelemente. Das sind Sicherungen. Und zwar, wir fahren mal ein bisschen mit der Kamera zurück, so, und sehen jetzt hier einen klassischen Märklin-Weichenantrieb. Jetzt schalten wir einmal die Weiche. Und wir sehen, sie schaltet ganz normal, klassisch durch. Was passiert aber, wenn nun durch einen Kurzschluss oder durch einen Fehler oder durch irgendwas der Weichenantrieb ziemlich stark beansprucht wird und zum Beispiel einen Dauerstrom auf einem der Kanäle ausgibt? Im Normalfall raucht dann irgendwann der Weichenantrieb durch und man kann dann schön den Weichenantrieb neu einbauen, in den alten einfach tauschen. Wir simulieren das mal schnell mit einem schnellen Hin- und Herschalten. Und schon merken wir, wie die Weiche so ein bisschen zögerlicher jetzt auf einmal schaltet, nach etwa 20 Schaltvorgängen. Und jetzt, man hört es vielleicht im Hintergrund, ich klicke noch die Maus, aber die Weiche wird nun nicht mehr oder nur noch ein bisschen, muss ich mich wieder ein bisschen beeilen, geschaltet, denn die Feinsicherung hier oben, die dann an den Ausgängen hängt, die wird dann relativ bald warm. Die Drähte in der Mitte, wo es angeschlossen ist, gehen auseinander, so lange bis die Sicherung wieder erkaltet und wieder die Drähte zusammenfahren. Das heißt, hätten wir hier einen Kurzschluss oder einen Dauerstrom auf diesem Ausgang, wäre nach ein paar Sekunden der Weichenantrieb geschützt, es würde nichts passieren. Gab es jetzt diesen einen Unfall, brauchen wir aber auch hier keine Sicherung tauschen, denn nach Erkalten, sieht man, kann man die Weiche wieder ganz normal schalten und auch in diesem Schaltfluss und Schalttempo, auch in diesem ist nicht zu befürchten, dass die Weiche irgendwann nicht mehr schaltet. Das beansprucht die Sicherung keinesfalls und diese Schaltbewegungen haben wir wahrscheinlich auch auf der Modellbahnanlage relativ selten. Ich denke, wenn eine Weiche alle paar Sekunden einmal schaltet, dann ist es schon relativ viel und das
beeinflusst eben jetzt unsere Sicherheitsschaltung, unsere Sicherung eben nicht. So, das war also die Vorstellung des Weichendecoders der Version 2.8. Wir werden dann noch Bilder posten, wenn wir dann eine professionell geätzte Platine mit schönem Aufdruck oben und alles dann bekommen für uns, und dann werden wir auch diese bei uns auf der Anlage stark verbauen. Dieser Weichenantrieb hier, der Prototyp, bekommt allerdings auch ein kleines Plätzchen jetzt unter der Anlage. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen gerne die Kommentarfunktion benutzen. Bis zum nächsten Mal.